So, hallöle Leute und herzlich willkommen zu der nächsten Folge Older Foreships. Ja, ich hatte heute mal Lust mit der Fletcher, da ich hier mal den zweiten Rumpf erforscht habe. Statt 17.050 haben wir jetzt 20.050 Leben. Yay! Yeah! Ne, 20.250. Ja, würde ich mal meinen. Wollen wir auch gleich mal direkt starten. Also das so schnell wie möglich hinter uns kriegen. Ja. Ich hoffe, wir kommen in ein anständiges Matchmake. Ich will es zumindest mal hoffen. Das Einzige, was mich bei der Fletcher so irgendwie... Das Einzige, was mich bei der Fletcher irgendwie so ankotzt, ist die lange Torpedo-Nachladezeit. Aber naja. Das kann man ja auf 90 Sekunden reduzieren. Aber trotzdem sind 90 Sekunden noch ziemlich viel. Aber naja, egal. Das Matchmake sieht soweit gut aus. Ich freue mich. Ich hoffe, es wird ein gutes Gefecht. Ich werde auch mein Bestes geben. Ja. Achso, für die Leute, die sich fragen, was das hier im Hintergrund ist, dieses rote Ding. Das ist eine nachgebaute Sense aus dem Spiel Nostale, was ich auf meinem ganz alten Kanal auch Videos von gemacht habe. Moment, ich muss mal kurz ins Startmenü gehen. Moment. So. Wovon ich halt auch ein paar Videos gemacht hatte. Aber der Kanal, da wusste ich das Passwort nicht mehr und so, deswegen habe ich jetzt diesen Kanal hier. Ja, das ist halt von Nostale, von der SP, von der Spezialistenkarte Todesbringer. Ein absoluter Favorit neben den Gladiatoren und den Ninja und wie gab es denn noch? Den Berserker, genau. Aber naja, das ist ja jetzt hier nicht das Thema. Das Thema ist jetzt hier. Schiffe versenken. Hab's Gefühl, mit dem neuen Rumpf bin ich, glaube ich, ein bisschen agiler unterwegs. Ich bin mir aber nicht so hundertprozentig sicher. So, hoffe, die haben das so verstanden, wie ich das meine. Okay, da brauche ich kein Gas geben. Da habe ich mehr oder weniger Glück gehabt.
der andere Torpedowerfer ist so gut wie fertig geladen. Kann ich den hier schon mal auch abfeuern? Schaut so aus, na komm, deck dich auf. Mit hier ein paar Torpedos in eine Wand treiben kann. Jawohl, der dreht voll rein. Naja, was heißt voll? Oh, haben halt, einer hat halt getroffen, aber es reicht mir auch schon. Mitgegeben. Huch, da ist ja die Sumo. Hoppala. Ach, Radar, schön. Schön, dass mir das auch mal jemand sagt. Ich frage mich von wo, von wen. Das war ja, glaube ich, schon mal das Thema, dass die Sumo Radar haben soll. Frag mich woher. Da hängen wir noch eins dran. Da hängen wir noch eins dran. Sind wir da schön Bismarck? So, ja, sieht auch ganz okay aus. So, ich weiß aber noch nicht, wo ich so lang fahren soll. Ob ich bei A bleibe oder ob ich zu C fahre, weiß ich nicht. Alle Mann auf Gefechtsstation!
Okay, ich gehe doch A. Bis ich jetzt erstmal bei C bin, da hänge ich hinterher. Da hänge ich hinterher. Das hat keinen Sinn. Drüben sind zwei Iowas, eine Kneisenau und eine Ibuki, Akatsuki, es reicht. Und eine Kiew. 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 Ach, Russending. Ich mag die Dinger eh nicht. So. Und ja, ich bin Rosa. Da gibt es so eine witzige Geschichte. Team. Na, sag schon. Ranked Battles, also gewährte Gefechte, ne? Ja. Ich und ein Kreuzer standen in der Nebelwand, in meiner Nebelwand. Und ja, ich hatte geschrieben, hier, pass auf, ich schieße Torpedos. Ich stand vielleicht 2 Kilometer von ihnen entfernt. Was macht er? Er fährt rückwärts und hält nicht an. Hat nicht mal versucht anzuhalten. Ist einfach voll in meine Torpedos rein. Und ich dachte mir nur so, willst du mich jetzt verarschen? Also, ja, da habe ich dann Teammate gekillt, weil er zu dämlich war. Meine Warnung zu checken. Ja, haben wir ihn getroffen. Treffer reicht. Oh, ne Ruhn! Ah, da ist er weg. Mal erwischt. Also hier ist einiges los. Jawohl. Wir haben einen Gegner, da haben wir einen ersten. Sollten wir jetzt wieder ein bisschen Gas geben. Ja. Ich sollte die Fliege machen. Weil wenn ich jetzt wieder hier bleibe, sieht's so aus, als würde ich einen Arschtritt kriegen. Deswegen verziehe ich mich mal eben fix. Haben wir Zitadelle getroffen? Wir müssen dann versuchen, ein bisschen zu schlängeln. Gut, da haben wir nicht getroffen. Aber die Musik gefällt mir. So eine richtige Verfolgungsjagdmusik.
Was kriege ich immer für Teams ab? Das gibt's einfach nicht. Es gibt's in keinem Bundesstaat. Nirgendwo auf dieser Welt gibt's das, was ich hier für Teams immer abkriege. Der Tage fährt rückwärts. Haben ihn erwischt. Konnten erstmal das Feuer von den Gegnern abschütteln. Das hatte ich gehofft. Okay, da kommen sie wieder. Schon ein bisschen was hier abschütteln, das ist gut. Autsch. Unser Team hat die Führung übernommen. Ja, ich nicht die ganze Zeit im Tilfero-Modus bleiben kann, gucke ich einfach mal so. Los, komm Team, komm zurück und helf mir. Das darf doch nicht wahr sein. Ein bisschen schlängeln, das muss sein, wenn ich ja nicht alle einsetzen kann, alle Geschütztürme. Ist mir aber sowas von scheißegal. Lieber verwende ich nur die halbe Feuerkraft, statt die komplett angezündet zu werden. Soweit funktioniert das noch gut. Noch. Bis die Map zu Ende ist. Da muss ich meine Breitseite zeigen. Das ist ein Rotz, ey. Wusste ich doch, dass er wieder vorwärts fährt. Jetzt kann ich doch wieder meine Breitseite zeigen etwas. Nehme ich mal kurz die Fahrt runter. Taktischen Rückzug machen, schließen wir uns hier unserer Flotte an, hier wieder, und starten den Gegenangriff.
Ja, der hat es gut funktioniert. Ich dachte, wir wären langsamer. So, komm, jetzt fegen wir den weg. Jetzt können wir langsam auch wieder umdrehen, weil der ist eh so gut wie tot. Und hier ist unsere Flotte, wir fahren jetzt so nach da. Bis wir zu den Gegnern sind, sind wir auch bei unserer Flotte. Das sieht dann relativ wieder besser aus für uns. Na, hätte nicht noch Projektil treffen können, dann hätten wir jetzt den nächsten Kill gehabt. Schade. Es sieht gut aus. Sieht so aus, als würden wir gewinnen. Sind noch vier Schiffe. Ich hätte mir gewünscht, dass ich näher rangehe. Aber. Mayday, Mayday. Verstanden. Wenn die Gegner in Überzahl sind, dann gehe ich da ungern näher ran. Sollen wir doch vielleicht so fahren? Ich weiß es nicht, ich habe mehr Angst wegen den Zerstörer. Aber wir fahren einfach mal so. No risk, no fun. Katapultjäger in der Luft! Nehmen wir auch mal so nah mit rein, damit wir auch rechtzeitig Torpedos sehen und auch den Zerstörer gut aufklären können. Uppala, jetzt wackelt es gerade ein bisschen. Komm schon, zu unserer, bitte. Nein! Sieg ist in Sicht. Der Zerstörer ist hier irgendwo. Der ist bei C. Und das weiß der Zerstörer. Der Zerstörer weiß auch, dass wir hier sind. Ich mache eh durchladen. Katapultjäger kehrt zum Schiff zurück. Wir hätten so nah vielleicht etwas später verwenden sollen. Naja, ist ja jetzt auch egal. Torpedo.
Torpedos voraus. Da kommen schon, da kommen die Fische schon. Torpedos direkt voraus. Scheiße. Drei Treffen. Zum Teufel. Wir haben ein Leck unterhalb der Wasserlinie. Wir laufen schnell voll. Also die hat er gut losgeschickt, definitiv. Torpedos voraus. Wo kommt die denn jetzt noch her? Bitte was? Wir haben ein Leck unterhalb der Wasserlinie. Wir laufen schnell voll. Seit wann das? Seit wann hat dieses, ja, dieses russische Kackding 3x5 Torpedowerfer? Das ist ja der Hammer, ey. Seit wann das? Gut, das war's. Russen sind kacke. Die russischen Schiffe sind echt kacke. Vor allem die Kreuzer. Das sind Papierschiffe. So, das erste Video, in dem die Gefechtswertung mit dabei ist, weil wir mal gewonnen haben und auch mal vielleicht mal so lange durchgehalten haben. Gerade noch zwei Secondary Hits mit der Bismarck, das ist eigentlich traurig. Das ist sehr, sehr traurig. Na, was will man machen? Naja, egal. Wir öffnen den Container. Vielleicht haben wir ja Glück. Natürlich nicht. Nur freie Erfahrung. Nehme ich gerne mit. Gut. Bis dahin. Aus die Maus. Guten Tag und tschüss.